Heyho Leute und willkommen zu einem weiteren Part Stronghold Crusader. Ich habe jetzt gerade mal vorhin rumgeguckt ein bisschen, habe festgestellt, guckt mal an, hier gibt es historische Kampagnen. Habe ich ganz ehrlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich kannte bloß die oberen hier. Und das sind halt dann Missionen, die sind auch dann vertont. Also wenn ich jetzt hier weitergehen würde, sind die vertont und halt auch mit richtigen Missionsbericht. Aber ich würde sagen, wir machen noch die 3 und die 4, vielleicht noch maximal die 5. Und dann können wir mal gucken. Je nachdem, wie ich mich halt anstelle. Ich sag mal, eigentlich wollte ich spätestens nächste oder übernächste Episode dann mal halt anfangen, normalen vertonten Missionen zu machen. Aber wir gucken mal, was wir machen müssen. Trockenes Land, 10.000. Und wir haben zwei Kalifen als Gegner und haben einen Richie Rich hier als Verbündeten. Das klingt doch richtig nice. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich finde Richard Löwenherz richtig cool. Vor allen Dingen, weil er die übelste Kampfmaschine ist. So, das übliche. Tempo auf 20 erstmal runter. Zack. Zack. Bin halt leider Gottes noch etwas langsam. Ich habe auch gestern mal ein normales Match gemacht. Also kein so ein Match wie hier jetzt, sondern einfach mal was gegen die Ratte. Oh, ist das Richard Löwenherz, der hier baut? Will's hoffen. Und ganz ehrlich, ich habe da übelartig Probleme Es gehabt. sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, jetzt können wir auf 60 hochgehen. Ihr habt schon gesehen, ich habe schon wieder so, dass manchmal so zwischendurch ein bisschen der Windows-Bildschirm rausflackert. Ich würde es gern ändern, kann ich aber leider nicht. Ihr könnt auf uns zählen. Ne, warte Wohin mal. gehen wir? Wir rücken aus. Die lasse ich hier. So, jetzt brauche ich einmal ganz normales Essen. Und dann mache ich einfach nur zur Sicherheit, komm, renn weg, bitte. Wir benötigen Holz. Und was habe ich vergessen? Ja, richtig, ich habe keinen Markt gebaut. Ist egal. Ach, wir haben doch so viel Geld. Alles klar. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Geht mal weg, Kinderchen. Bitte, geht weg. Hallo, weg mit euch. Da. Kirche. Lassen wir mal im Dorf. Dann noch hier oben, dass die ja sich auch behütet fühlen. Komm, einfach nochmal dieselbe Truppe rausballern. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Machen wir noch 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Steuerung 1. Lass mal gucken, ja, funktioniert. Eure Befehle? So, jetzt bin ich erstmal eigentlich komplett sicher. Dann kann ich mich jetzt dran machen, zu verkaufen. Und zwar erstmal Wir das ganze werden Öl hier. überfallen! Ich will den ganzen Rotz nicht. Ah, seht ihr da? Der Kalif kommt auch schon. Der erste. So. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, was ich jetzt hier gerade für einen Blödsinn mache, in euren Augen vielleicht.
Ich will bloß nachher oben eine kleine Abwehr haben gegen den Kalifen. Muss auch nicht mal wirklich besonders hübsch aussehen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Und so, jetzt kann ich mal anfangen. Ich habe Stein, das reinkommt. Stein, das, genau. Das Stein kommt rein. Puh, okay, kann ich... Oh ja, schön, ich kann beim Richie. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Ist okay. So, ich habe plus 5. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt diesmal diesen lustigen Modus, wo wir den Arbeitern sagen, sie sollen ein bisschen schneller arbeiten. Und das fangen wir dann auch gleich mal an. Aber als erstes eine Mühle. Und dann kommen wir... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich glaube, eine sechs Bäckereien und eine Mühle reicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ansonsten bauen wir jetzt erstmal Bögen. Wir benötigen Holz. Wir benötigen mehr Holz. Ach so, das ist okay. Nahnu abtal. Oh. Ich guck mal, dass ich das so mache, weil der hier oben ziemlich gut wahrscheinlich aufgestellt ist. Wir werden überfallen. Wo denn? Eine Nachricht vom Kalifen. Die Belagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Eine Nachricht vom Kalifen. Ah, ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. Arr, ihr strapaziert meine Geduld. Wir benötigen Holz. Oh ja, dann benötigen wir halt Holz. Wie viel haben wir? So, also ihr seht schon, ich bin nicht so ganz auf der Höhe, was so simultanes Aufbauen und mich um die Verteidigung kümmern angeht, aber ich baue halt... Ach so, ist es hier hinten. Bin aber halt doch eigentlich auch sehr daran interessiert. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Oh ja, dann kaufe ich noch mehr Holz. Bitte, Spiel, lass mich einfach kaufen. Ihr seht schon, ich habe jetzt das Problem, dass ich keine Bewohner mehr habe. My lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Aber das ist ja kein Problem. Oh, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich Leertaste drücken, genau. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich glaube, es hat bei mir geklingelt. Ich muss mal ganz kurz gucken gehen. Ich unterbreche das kurz. So, Leute, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gleich als Folgenschnitt lasse oder nicht. Gab halt ein paar kleine Probleme gerade in der Nachbarschaft. Da musste ich das halt mal kurz aushelfen. Das ist wahre Macht. Al-Hisanu Sari. Ach, scheiße, das geht ja nicht. Machen wir da einen Turm hin. Jetzt ziehen wir eine kleine Mauer. Geht mal weg, Kinderchen. Richtig. Richtig. So, machen wir das Tor aus hier hin. Die Bogenschützen stelle ich mit hier rauf. Sind auf dem Weg. Wenn man sicher, Richard Löwenherz wird dann gleich anfangen und schreien: kannst du mir mal helfen? Alter, ich brauche Hilfe. Das Volk huldigt euch, Sire. Ist doch schön, dass das Volk uns wir huldigt. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden.
Das Volk huldigt euch, Alter, Sire. Ist das krass, Bier aus Shank plus 6. Nein, ich wollte sogar nur so ein Torhaus haben. Ja. Hä? Achso, gedrückt halten. So. Wir werden überfallen! Wo denn jetzt schon wieder? Ach, wir werden doch nicht überfallen, alles gut. Unten schützt uns Richard Löwenherz und oben ist meine kleine Barrikade. Ist auf den Nerven ganz schön. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ist das so? Ja, ungefähr. Der Bergfried ist komplett. So, jetzt könnt ihr reingehen. Ja. Noch die Zinnen draufziehen. Ist halt wie gesagt, das ist die Burg, die ich jetzt hier baue, das ist alles nur so für die Story halt. Also nicht für die Story, sondern einfach jetzt hier, dass wir was haben. Ihr seht ja, ich habe jetzt hier auch in keinster Form irgendwas, was übertrieben ist beim Bauen oder so. Das Einzige, was ich jetzt anfange und was ihr auch dann gleich sehen werdet, mal ein paar Leute foltern hier. Da einen hinstellen. Dass die Leute gleich wissen, wenn sie zur Burg kommen, woran sie sind. Unsere Schatzkammer leert sich. Das mal gucken, plus 8. Angstfaktor haben wir noch keinen. Machen wir noch ein paar Bratnikis hier außen hin. Hat sich die Kuh jetzt gerade aufgelöst? Das Angstfaktor überfallen vor euch, mein Lord. Plus, minus 1. Aber ihr seht schon, Tüchtigkeit geht hoch. Die Auregruben setze ich mal hier unten hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr seht schon, die Jauchkuben sind nicht unbedingt das, was man sich so gerne irgendwo hinstellen würde. Die Pranger? Ne, Pranger? Ist das Pranger? Ja, Pranger. Genau. Doch mal richtig aufgepasst. Das Volk hat Angst. Angstfaktor vor plus 3. Also minus 3 so rum. Einmal das, einmal das. So, und jetzt bitte sag mir, das ist der gute Angstfaktor jetzt. Plus 5. Bei der leisesten Erwähnung eures Namens, Sire. Na gut, hängen wir noch zwei Galgen hin. Da können sie baumeln. Das Volk huldigt euch, Sire. Angstfaktor, perfekt. Wie sich ja brennen. Spielgeschwindigkeit 60, okay. Ein erträglicher Verlust. Ihr seht schon, die Leute arbeiten jetzt wesentlichst schneller. Bin zur Stelle. Das ist ja das, was wir wollten. Es werden Waffen benötigt, Sire. Die Leute sollen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das, die 5 sind die Pikenträger. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, dann werde ich mal ganz kurz noch anfangen. Ich meine, wir können jetzt mal ganz kurz gucken, was die anderen so machen. Richard Löwen hat halt so eine Mini-Burg hier gebaut und ballert die ganze Zeit hier. Das hier ist der Kalif. Den haben wir schon besiegt. Letzte Folge? Ich glaube schon. Ihr seht schon, er hat hier Pech und der tut dann hier ringsrum alles wieder in Brand setzen, so wie ich ihn kenne, den Blödmann. Aber wir machen halt jetzt hier so ein bisschen unser Ding. Alles tipptopp, super. Bäckereien passen auch. Essen muss ich mal gucken. Es scheint doch etwas wenig zu werden. Mach mal eine Mühle dazu. Noch ein paar Bäckereien.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, My Lord. Wow. Ein bisschen viel. So, Gold haben wir wieder genug. Dann fangen wir jetzt an, ein bisschen mehr Waffen zu produzieren. Nochmal drei Bogenheilige. Wir benötigen mehr Holz. Ja, okay, kommt doch gleich wieder was. So. Bogenschützen bereit. Hä, Richard Löwenherz läuft einfach mal durch meine Burg. Was fällt denn dem ein? Es werden Waffen benötigt, Sire. So, für den Notfall darf ich nicht vergessen. Weil ich kenne das so von früher, wenn man an der Burg keine Treppen dran hat. Dann sagen die Einheiten irgendwann mal, kannst du uns mal am Arsch lecken. Und dann laufen sie nämlich nicht mehr auf die Welle oder so hoch. Oder besser, sie kommen gar nicht mehr dann da hoch. So, wir bauen hier noch eine. Euer Gnaden. 2, 4, 5. Allzeit bereit. 1, Belagerungsgeräte 2, bemannt. 3. Denn unsere kleinen Belagerungsmilis hier, die werden das schon reißen. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. So, und jetzt müssen wir bloß dann gucken, ob unsere Einheiten dann wirklich schlechter sind oder nicht. Ich hoffe es mal nicht. Aber ich habe auch jetzt im Internet, ich habe da mal geguckt gehabt, ich habe nichts wirklich dazu gefunden. Zumindest habe ich nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte. Gefunden, klar, finden tut mir da viel. So, mit was könnte ich als nächstes weitermachen? Haben wir Holz? 80 Holz. Ich hoffe ein bisschen mehr. Die Bogenschnitzler habe ich jetzt schon ein paar. 1. Kind, verpiss dich, bitte. 2. 3. So. 1, 2, 3. Hier. Wundert mich eigentlich, dass Richard Löwenherz noch nichts wollte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Gebäude. Okay, jetzt können wir abwarten. Abwarten, wollte ich sagen. Gottes Willen. Heute ist wieder der übelste Gesichtsfasching unterwegs. So, machen wir eine größere Waffenkammer. Und ihr seht schon, die Produktion hier, die sind halt wirklich echt ganz schön auf Zack. Ganz einfach aus dem Grund, wie ich schon gesagt habe, umso mehr die Leute zu tun haben, oder halt umso höher der Angstfaktor ist, umso viel, viel mehr wollen die halt auch dann euch, Angstfaktor 4. Warum? Ihr müsstet das mal hören, bei mir im Haus rennt wieder irgendjemand durch die Kante, das ist echt grauenvoll. Also nicht rennen, sondern im Sinne von die trampeln wie die kaputt. Bei der leisesten Erwähnung eures Namens, Sire. Nö, machen wir hinten schön ein paar Streckbänke hin. Da macht gleich so. Wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich. Na und? Den muss es doch gefallen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Guckt, wie sie mich verehren. Hütet euch, ich bin der Kistengeist. da hinten drinne möchte ich nicht draufkleben. Hi. Wir sind es bereit. Werden Waffen benötigt, bin zur Stelle. Sire. Es werden es Rekruten werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr? Das ist wahre Macht. So, mit denen rück ich vor. Eure Befehle? Ihr dürft automatisch angreifen. Wenn ihr denn seht, dass da jemand was möchte. Das ist die 6, genau.
Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Also ich sehe, es werden Waffen benötigt sein. Dass ich definitiv zu viele Rüstungsschmiede habe. Ist aber kein Problem. Hauen wir einfach noch einen Beak machen dazu. Das ist keine Arbeit, Sire. So laut, das ist ekelhaft. Ich weiß ja nicht, wie das denn für euch ist im Nachhinein, weil ich habe geschnitten. Also ich habe den ersten Teil zwar schon geschnitten, aber Waffen benötigt, Sire. Das ist ja, also für mich ist das ja grauenvoll manchmal. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Ich muss gar nicht, alles da. Cool, cool, chill. Muss man mit den Stimmen von den anderen zu sagen, Muster Heal. Ich weiß, ich mache mich gerade ein bisschen lustig darüber. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Warum kann ich ja nichts platzieren? Hä? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ach, weil dazwischendurch was. Ah, hier kann man es platzieren. Richie, du nervst gerade hier mit deinen Plantagen. Bin zur Stelle. So, ich habe mich jetzt. Ihr seht, wie gesagt, also das ist. Ich wäre irgendwann wäre ich definitiv besser, aber jetzt zurzeit bin ich halt noch sehr auf Burgbau. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich, eure Lordschaft. Ausgelegt, ich bin halt. In Ordnung. Ja, vorwärts, Pikeniere. Seid gegrüßt. Bin zur Stelle. Ja. Wir sind bereit. Ihr verlangt viel. Eure zur Dienstschaft. Auf dem Weg. Auf dem Weg, okay. Haut rein, euer Lord. Schafft. Dingenskirchen. So. Es werden Rekruten benötigt. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Wir machen so die übliche Taktik. Drei von drei Schenken. Bevölkerungszerfetzung 100%. Yay! Wie haben wir es mit der Religion? Gesegnete Leben. Was? What? Platzieren wir hinten noch eine Kirche drin. Und noch zwei Kapellen. Und jetzt? Müssen wir mal gucken, wie es dann aufwärts geht. Das Beliebtheit. Volk huldigt euch, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. Nochmal plus 2 draufballern. Al-Hisanu Sari. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich gebe noch so viel aus, bis mein Geld alle ist und dann gucken wir mal. Unsere Schatzkammer leert sich. Steine verkaufen. Das verkaufen. Noch hier so viel drin? Bier. Elani Hayatelar. Ich sehe den Weg nicht. Ich habe zwar den ihre Sprache nie verstanden, oder ich verstehe es auch einfach jetzt nicht, aber ich finde es einfach cool, wie die dann so anfangen zu labern. Es werden wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir werden überfallen. Es werden keine Waffen benötigt, Sire. Alles okay, Sire. So, alle Rekruten da. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Die machen wir dann zweimal. Das ist wahre Macht. Bogenschützen bereit. Rücken aus. So. Eins muss ich euch auch sagen, was ihr vielleicht als Fehler seht. Mein Bogen ist euch unerreichbar. Wenn ihr
alle Einheiten gleichzeitig ausgehen. Von der Pike auf gestern am meisten auf. Was wünscht ihr? Wir folgen euch. In Ordnung. Zu Diensten. Die Waffen. Aber gern. Die Pikeniere sind schneller. Also wenn ihr alle Einheiten, zum Beispiel die hier, mit denen alle zusammenlaufen lasst, dann sind die halt arschlangsam. Ich glaube, die Truppen werden doch etwas schlechter. Eine Nachricht vom Kalifen. Bewegt eure Armeen außer Reichweite meiner Burgwelle, und zwar sofort! Ich sehe den Weg nicht! Oh. Ja. Ich habe natürlich meine kleine Verteidigungseinheit, die hier oben drauf stand, einfach gleich mitgenommen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden gar keine Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen, eure Befehle? Wir stehen zu dir. Eine Nachricht vom Kalifen. Ihr seid schwach, Ungläubiger. Meine Streitkräfte werden euch letzten Endes in die Knie zwingen. Ja, hat schon eine gute Verteidigung hier oben stehen. Und dadurch, dass ich ja meine Einheiten mit dem Angstfaktor ein bisschen schwäch, das merkt man schon, oder? Ja, mal sehen, wie es aussieht. Was wünscht ihr? Eine Nachricht. Schneller, schneller. Ihr seid schwach, Ungläubiger. Meine Streitkräfte werden euch letzten Endes in die Knie zwingen. Vorwärts, Pikeniere. Einer hat's noch, steht noch am Tor dort. Auf dem Weg. Uns entgeht niemand. Da steht man die noch weiter. Das lasse ich gar nicht zu. Angriff. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich muss Steine verkaufen. Was haben wir noch? Holz habe ich so viel. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. In Ordnung. Los, geht einfach aggressiv rein. Aber gern. Ah, sehr schön, er hat schon wieder seine Bude angebrannt hier. Egal, er brennt seinen eigenen Kornspeicher ab, der Typ. Und wie sie gestorben sind mit einem. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, bitte, Eure Hoheit. Nicht wieder die Streckbank. Echt jetzt? Guten Morgen, Eure Lordschaft. Nett. Steht auf Ihrem Haus? Nein, 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 nicht in Eisen legen. Seht, ich gehe direkt zurück an die Arbeit. Das würde ich dir empfehlen, Schlampe. Arbeite. Oh, hoppala. Es werden Rekruten. Och, jetzt hat das schon wieder geklingelt. Ey, ich dreh gleich durch. Was ist denn heute los? Ich unterbreche nochmal kurz.